Heute vor genau 15 Jahren ging die Investmentbank Lehman Brothers pleite und löste damit die Finanzkrise aus. Und warum ist diese Investmentbank pleite gegangen? Nun, weil sich herausgestellt hatte, dass Bewertungen nicht mehr haltbar waren. In diesem Fall waren es die Bewertungen von amerikanischen Immobilien, also Wohnimmobilien der Amerikaner. Und das Problem dann ist, wenn diese Bewertungen plötzlich in sich zusammenfallen, dass dann die Collaterals ins Rutschen geraten, also die Sicherheitshinterlegung. Wenn du also als Akteur am Markt agierst, dann hast du ja bestimmte Assets, die kannst du dann gegenstellen gegen Verbindlichkeiten. Und wenn diese Assets plötzlich nicht mehr das wert sind, was sie vorher wert waren, dann fordern die Kreditgeber sehr schnell ihr Geld zurück, weil sie sagen, naja, deine Sicherheit ist ja weg. Und das, was den Bogen spannt zur heutigen Zeit, ist, dass wir jetzt wahrscheinlich ein ähnliches Bewertungsthema haben, wieder nämlich in der KI-Blase, die wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben. Auch hier werden früher oder später die Bewertungen ins Rutschen kommen. Warum? Weil letztendlich sich das wiederholen wird, was sich bei der Einführung neuer Technologien immer wieder abspielt. Kurzfristig sind die Leute total euphorisch und erwarten in ganz kurzer Zeit, dass die Bäume in den Himmel schießen. Dann stellt sich raus, nee, dem ist nicht so, auch wenn die Technologie sich mittel- bis langfristig durchsetzen wird. Und dann kommt die Enttäuschung, dann purzeln die Kurse und dann haben wir diesen Bewertungsrutsch und das hat dann sozusagen einen Kaskadeneffekt, einen Dominoeffekt. Ähnliches erwarte ich früher oder später auch. Warum das so ist, will ich Ihnen gleich zeigen, aber zunächst mal hier Lehman Brothers 2008. Hier mal rechts sehen Sie das Titelblatt des Wall Street Journals. An dem Tag, als Lehman pleite ging, Crisis on Wall Street, as Lehman totters, Merrill, Six Buyers, AIG hunts for cash. Da war ja nicht nur Lehman gefährdet, auch AIG mehrfach größer als Lehman Brothers. Am nächsten Tag dann die Headline am 16. September, also 2008, AIG, Lehman Shock hits World Markets, dann knallte es richtig nach unten. Aber gucken wir uns mal an, was die Amerikaner daraus gemacht haben und was die Restwelt sozusagen daraus gemacht hat. Dann sehen wir, die Amerikaner, die haben sich fast vervierfacht, während der Rest der Welt, was die Aktienmärkte betrifft, mehr oder weniger seitwärts gelaufen ist. Das liegt daran, dass die Amerikaner es geschafft haben, ihre Risiken auszulagern, zum Beispiel an deutsche Landesbanken damals. Man hatte ja diese Kreditpakete geschnürt und diese Pakete fanden dann willige Käufer, die brauchten irgendwie Renditen. Damals war das eine ganz harte Geschichte und dementsprechend hat man im Prinzip seine Risiken exportiert, was dazu führte, dass der amerikanische Aktienmarkt sich deutlich besser entwickelt, der natürlich auch viele Vorteile hat, Liquidität, Weltleitwährung und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir mal zum aktuellen Geschehen und es ist diese Meldung, die heute die Aktienmärkte belastet, vor allem die Tech-Aktien belastet. TSMC, so berichtet Reuters unter Berufung auf einen Insider, zögert Bestellungen für Chipmaschinen hinaus. Wegen schwächelnder Chip-Nachfrage will TSMC zufolge Liefertermine bestellter Maschinen für die Herstellung von Chips nach hinten verschieben. Beim weltgrößten Auftragsfertiger wachse die Nervosität, so berichtet Reuters. Und vor einigen Tagen, am 8. September, also vor genau einer Woche, da hat TSMC, der Chip-Hersteller schlechthin dieser Welt, gerade als Auftragsfertiger für hochentwickelte Chips, gemeldet, dass sein Umsatz um 13,5% im Vergleich zum Vorjahresmonat gefallen war. Also das war so ein bisschen der erste Warnschuss und dann kam jetzt heute der zweite Warnschuss. Nee, mit dieser Chip-Nachfrage scheint es gar nicht so toll bestellt zu sein, weil ja alle erwartet haben, boah, das wird ja ganz, ganz schnell nach oben schießen. Und das ist auch vielleicht der Grund und ein weiteres Indiz dafür, dass bei Nvidia mit den Zahlen etwas nicht stimmt und man dann über solche Dreiecksgeschäfte wie mit CoreWeave versucht, so ein bisschen die Sache aufzupumpen, eine Nachfrage zu simulieren, die faktisch nicht da ist. Und wenn dem so ist, dann stellt sich eben die Bewertungsfrage und dann dürften wir früher oder später sehen, dass die Bewertungen massiv ins Rutschen kommen und das zumal jetzt eben der neue Börsengang hier ARM, gestern ja die Aktie 25% gestiegen, hat jetzt ein KGV
Da würde Elon Musk locker mit seiner SpaceX-Rakete zum Mars fliegen können. Aber gut, da wird selbst Nvidia blass, wie hier geschrieben wird bei CNBC, ist natürlich total überteuert, zumal auch ARM-Umsatzrückgänge hatte. Das darf man nicht vergessen. Aber manche haben die Hoffnung, dass die ARM-Aktie in den Nasdaq 100 aufgenommen wird. Also hier, dann nehmen wir halt das andere Pferd und reiten die Blase noch ein bisschen weiter in Sachen KI, in Sachen Chips. Aber das Problem ist, dass Geld immer teurer wird. Und das ist der natürliche Feind von Blasen, könnte man sagen, von astronomischen Bewertungen. Und hier sehen wir etwa die 10-jährige US-Staatsanleihe heute auf 4,33% wieder gestiegen. Und die Realrenditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe sind wieder bei plus 2%. Mit einem Wort, Geld wird teurer und es gibt Alternativen, die sehr gute Verzinsungen bringen. Und wenn ich dann Bewertungen habe, die jenseits von Gut und Böse sind, dann stellt sich eben die Frage, wie lange kann das Ganze gut gehen? Und dieser Anstieg der Renditen, der wurde heute genährt, vor allem durch den New York Empire State Index und die Import- und Exportpreise, die beide höher waren, der New York Empire State Index, vor allem mit der Aussage darin, dass die Verkaufspreise wieder ziemlich deutlich gestiegen sind. Also wieder dieser Inflationsdruck. Wir hatten dann auch noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, das schwächer war als erwartet. Und vor allem, und das ist ziemlich seltsam, die Inflationserwartungen der Amerikaner sind auf den tiefsten Stand seit 2 Jahren gefallen. Und das, obwohl wir ja einen massiven Anstieg der Energiepreise gesehen haben, den wir in den Inflationszahlen aus den USA gesehen haben. Sowohl CPI als auch PPI, also die Verbraucherpreise wie auch die Erzeugerpreise. Völlig offenkundig, was da abläuft. Warum jetzt die Verbraucher denken, dass die Inflation nach unten geht. Das muss wahrscheinlich am amerikanischen Schulsystem und dem dortigen Mathematikunterricht liegen. However, auch inflationärer Druck hier durch diesen Streik, der jetzt begonnen hat bei den 3 großen US-Autobauern, derzeit jetzt 13.000 Mitarbeiter dieser Firmen im Streik. Das könnte aber schon in der nächsten Woche sich ausweiten auf 146.000, weil wenn in bestimmten Werken nicht produziert wird, dann andere Werke, die vielleicht damit gar nicht so viel zu tun haben, aber bestimmte Teile bekommen, eben von einem Werk dann nicht mehr arbeiten können, weil diese Teile fehlen. Das ist also eine Kettenwirkung. Derzeit also jetzt dann 46% der amerikanischen Autoproduktion nicht der Fall. Und das dürfte dann perspektivisch, kommt darauf an, wie lange das dauert, Druck auf Gebrauchtwagenpreise geben und natürlich dann auch auf Neuwagenpreise, zumal dann, wenn die Gewerkschaften oder wenn die Arbeitgeber dann, die Autokonzerne, den Arbeitnehmern entgegenkommen, was sie ja schon tun, sagen ja, okay, wir geben euch 20% mehr Löhne, die Arbeitnehmer fordern ja über 40, dann wird die Produktion teurer. Und so warnt hier, muss ich nochmal zurück, meine Damen und Herren, jetzt, so hat hier der CEO von Ford gewarnt, also wenn diese Lohnforderung angenommen würde, dann wäre die Firma praktisch bankrottgefährdet. Das zeigt sozusagen die Dimension und die Schwierigkeit dieser ganzen Geschichte. Dennoch sehen wir, dass viel, viel Geld in die Aktien geflossen ist in der letzten Woche. So viel wie seit 18 Monaten nicht mehr, sagt die Bank of America, die diese Daten untersucht. Gleichzeitig aber sehen wir, dass über eine Billion, das muss man sich mal vorstellen, in Geldmarktfonds geflossen sind in den USA. Allein in der letzten Woche sind wieder über 17 Milliarden da reingeflossen. Also es gibt diese Alternative, aber dieser Geldzufluss für die Aktienmärkte, den die Bank of America festgestellt hat, der hat sich zumindest heute nicht so wahnsinnig manifestieren können. Wir sehen hier fast kaum Grün. Wir sehen Nvidia unter Druck mit um und bei 3%. Wir sehen den Nasdaq, der gestern am stärksten zugelegt hat, heute 1,5% im Minusstand, jetzt wo ich diese Aufnahme mache. Dow Jones besser, Russell auch etwas besser, also Tech-Werte sind unter Druck. Also liegt das dann vorwiegend eben an diesem Bericht von Reuters in Sachen TSMC. Und hier sehen wir mal den Nasdaq-Chart 100. Da sehen wir diese Zone da oben, 15.500 und ein paar zerquetschte bis 15.600. Das ist ein Widerstandsbereich und da sind wir heute glorreich von abgeprallt. Jetzt beginnt eben heute dann auch immer verstärkter, dann auch ab der nächsten Woche die Blackout Period, also wo die Firmen dann keine eigenen Aktien mehr zurückkaufen können. Und die nächste Ursache dafür, dass eben die Dinge heute nicht so gut gelaufen sind bisher, ist natürlich der große Verfallstag und da sehen wir, dass es sehr viel positives Gamma gegeben hat. Das heißt, wir haben im Vorfeld Long-Positionen gehabt, über Optionen vor allem. Die Market Maker mussten sich absichern
haben praktisch dann auch Long-Positionen eröffnet mit dem jeweiligen Underlying. Die brauchen sie jetzt nicht mehr, weil ja diese Dinger verfallen. Also verkaufen sie diese Long-Positionen. Und dann haben wir gesehen, als wir dann eben unter die 4500er Marke vor allem gefallen sind, dann hat sich das Gamma gedreht. Dadurch ein gewisser mechanischer Druck wahrscheinlich auf die Aktienmärkte heute. Aber wir haben vorhin auch gesehen, wenn sich vielleicht, oder jedenfalls ist es so, dass die Finanzwerte sich heute besser halten. Und hier sehen wir mal XLF, dieses ETF auf Finanzwerte. Das steht ziemlich gut da. Und das, obwohl wir eine massiv invertierte Zinskurve haben. Also die Fristentransformation für Banken nicht funktioniert. Leih dir kurzfristig Geld zu einem niedrigen Zins und verleih längerfristig zu einem höheren Zins dann an deinen Kunden. Das läuft irgendwie nicht mehr, weil wir die Fristentransformation durch die invertierte Zinskurve nicht mehr haben. Wir haben einen starken Dollar. Wir haben so viel Gegenwind eigentlich für die Banken, aber die sehen ganz gut aus. Schauen Sie sich mal an Goldman Sachs, schauen Sie sich mal an andere Banken. Die sehen charttechnisch auch ganz gut aus. Die sind auch natürlich ziemlich günstig. Wir hatten ja schon so eine Art Bankenkrise im März, aber da hat die Fed gesagt, okay, ihr bekommt ein paar Rettungsanker, wir retten euch. Und das ist sozusagen das Interessante, dass hier die Banken ja stark verprügelt wurden, jetzt relativ günstig sind, während Tech astronomisch teuer ist in so vielen Bereichen. Aber insgesamt sehen wir, dass in den letzten Handelstagen eben defensive Werte sehr gut gelaufen sind, vor allem Versorger, also Utilities, stinklangweilige Geschichten. Und daran sehen wir, dass da schon trotz der Anstiege in den letzten Tagen ein Shift in die defensiven Werte stattgefunden hat. Wir haben hier den VIX ja gestern gesehen mit dem niedrigsten Schlusskurs seit Januar 2020, also kurz vor Corona. Und heute sehen wir, dass der VIX sehr deutlich gestiegen ist um 5%. Und hier, auch das hatte ich heute Morgen schon gezeigt, wir sehen, dass mehr Aktien schon trotz der Rallye der letzten Tage, mehr Aktien neue 52-Wochen-Tiefs erreichen, als Aktien 52-Wochen-Hochs erreichen. Also wir sehen, dass die innere Struktur dieses Marktes eigentlich nicht gesund ist und nur durch diese Tech-Aktien kaschiert wird, die so bombig gelaufen sind. Und hier sehen Sie mal die CBRE Group. Das ist eine Commercial Real Estate Services and Investment Firma, also Gewerbeimmobilien. Coldwell Banker Richard Ellis, so ist der volle Name. Der größte Immobilien-Service und die größte Immobilien-Investment-Firma in Sachen Gewerbeimmobilien der Welt. Und schauen Sie mal diesen Chart an, der sieht auch nicht gut aus. Das heißt, wenn wir nochmal so etwas sehen wie Lehman Brothers und die darauf folgende Finanzkrise, dann wird das aus meiner Sicht entweder ausgelöst eben durch Gewerbeimmobilien, weil da das Collateral zu bröckeln beginnt, deren Preise sind über 30% gefallen seit Jahresbeginn. Das bringt Schwierigkeiten, Anschlussfinanzierungen werden schwierig zu den jetzt erhöhten Zinsen. Gleichzeitig die Sicherheit, nämlich die Gewerbeimmobilie, deutlich weniger wert. Eine sehr giftige Kombination. Oder es ist eben diese Blase im Bereich Tech, die sich dann ein bisschen entladen wird. Aber kommen wir, bevor ich Sie in das hochverdiente Wochenende entlasse, meine Damen und Herren, nochmal nach Europa. Wir sehen, dass jetzt so ein bisschen aus der EZB die hawkischen Mitglieder, die Nordländervertreter vor allem, ein bisschen jetzt dagegen stinken, gegen das, was gestern die EZB ja indirekt gesagt hat, nämlich als sie meinte, ja, wir heben jetzt nochmal die Zinsen an, aber wir denken, dass das Niveau jetzt ausreichend restriktiv ist, sprich, wir machen nichts mehr. Da kam dann Standepede, dann heute auch Kritik von Politikern aus Italien und Portugal. Die EZB kümmert sich nicht um wirtschaftliche Schwierigkeiten von Familien und Unternehmen, es sei ein Fehler, die Inflation durch die Anhebung der Zinsen zu bekämpfen. Und dann heute sehen wir dann die Reaktion auch der Nordländer wie Wassle. Der sagt also, ein weiterer neuer Zinsschritt nicht ausgeschlossen. Mohamed El Erian zeigt mal, wie schnell ja diese Zinsanhebungen passiert ist, weil die EZB eben so lange gepennt hat. Wie gesagt, da haben andere sich auch noch geäußert, nicht nur Wassle, und Lagarde hat heute auch gesagt, ja, also Zinssenkungen, die sind auf gar keinen Fall in Sicht. Also Madame Lagarde ist jetzt dabei zu vermitteln zwischen den Südländern, die sagen, hey, warum habt ihr die Zinsen angehoben, und die Nordländer, die sagen, hey, wir
haben nicht gesagt, dass die Zinsen nicht noch weiter steigen. Es ist ein herrliches Schauspiel, das mich sehr, sehr belustigt. Aber warum ist man da so nervös bei der EZB? Weil eins klar ist, wir haben strukturelle Inflationstreiber und das ist vor allem die Greenflation, das ist die CO2-Bepreisung, die von der EU ja schon alleine vorgegeben ist. Der Emissionshandel, hier ein Bericht des Handelsblatts, sorgt in der Industrie in den kommenden Jahren für steigende Kosten. Die Unternehmen geraten damit immer weiter unter Druck. Daniel Stelter zeigt hier ein Wahlplakat der Grünen, das vor einigen Monaten noch zu sehen war. Wähl billigen Strom, und dann sagt er sarkastisch, wo gibt es da schon Wahlempfehlungen für andere Parteien? Das finde ich ja persönlich richtig witzig, denn faktisch heißt es oder ist es ja leider so, dass je mehr Anteil an erneuerbaren Energien wir in dem Strommix haben, umso teurer wird es. Nicht schön, aber das ist derzeit eben die mathematische Realität. Und hier hat uns Herr Kanzler Scholz und andere haben uns ja ein grünes Wirtschaftswunder versprochen. Und jetzt versuchen aber chinesische Windkraftunternehmen hier auf den Markt zu kommen. Die Windkraftunternehmen hier in Europa haben ja zuletzt auch wieder Probleme gehabt. Wenn jetzt die Chinesen noch kommen, dann wird es nichts mit dem grünen Wirtschaftswunder. Dann muss man wahrscheinlich wieder sagen, ja, die Chinesen spielen ja unfair. Die haben ja Subventionen, gell? Die dürfen hier nicht auf den Markt. Und fertig ist der Protektionismus aller 1930er Jahre, der damals auch wunderbar funktioniert hat. Und dann haben wir solche Clowns wie eben Marcel Fratscher, der dann sagt, wir sind dabei, große Teile der Bevölkerung für jegliche Veränderung zu verlieren. Er begründet ja, warum er hier bei dem Fridays for Future Tag mit dabei war. Man sei in der Bringschuld als Wissenschaftler und man müsse auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse informieren und mitgestalten. Jetzt frage ich mich, was hat Herr Fratscher in Sachen Klima Wissenschaft oder Klimapolitik an wissenschaftlichen Grundlagen zu bieten? Das ist ein hochgradig opportunistischer Vertreter der Zunft, der hier sozusagen Wissenschaft mit Ideologie vermischt, und das halte ich für hochgradig problematisch. Und kein Wunder, dass die Leute das Vertrauen in eben solche Clowns verlieren, die uns letztendlich die ganze Malaise einbrocken. Herr Fratscher, ja, lange Zeit mit Inflation wird nicht kommen, das sind alles Panikmacher und so weiter. Also das ist alles kein Zufall. Abschließend noch nach China. Hier sehen wir interessante Dinge. Wir hatten ja zunächst mal scheinbar positive Wirtschaftsdaten aus China, dazu gleich mehr. Dann sehen wir, dass China jetzt zwei US-Firmen sanktioniert, weil die Waffen liefern nach Taiwan, interessanterweise. Und wir sehen, dass das Budgetdefizit Chinas geschrumpft ist, was darauf hindeutet, dass es mit der fiskalischen Unterstützung jetzt nicht so weit her ist. Also da passiert noch nicht so richtig viel. Und ein Kollege von mir hat einen Artikel geschrieben, der hat sich nämlich die Zahlen aus China, die Wirtschaftszahlen, mal genauer angeschaut und sagt, hat China wieder an den Zahlen gedreht, denn da passen manche Sachen überhaupt nicht zusammen, hinten und vorne nicht. Erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, die zweite Artikelempfehlung, die OPEC sagt, die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen wird weiter steigen, und das trotz der grünen Wende, die wir hier vor allem in Europa ja praktizieren. Auch das ist interessant, wieso steigt die eigentlich, wenn doch alle angeblich aussteigen? Zweite Empfehlung und letzte Empfehlung, hier nochmal die Kritik aus Italien und Portugal. Ihr kümmert euch nicht um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, heißt es dort. Also diese drei Empfehlungen. Jetzt empfehle ich Ihnen ein schönes Wochenende. Servus, ciao.